Wird mal wieder Zeit, dass ich mal ein Unboxing mache. Lohnt sich auch diesmal richtig, weil wir was Neues von THC bekommen haben. Hatten so ein bisschen Probleme, die Ware zu bekommen, weil eigentlich war sie schon nach 2 Tagen in Deutschland. Dann war aber das Problem, dass DPD aufgrund Personalengpässe, Personalschwäche nicht ausliefern konnte. Ich habe dann mit DPD gesprochen und es gab also auch die Möglichkeit, dass ich zum Depot in Wuppertal fahren konnte, die Ware abzuholen. Ja, damit wir irgendwann mal die neuen Messer von THC auch ausliefern können, weil sind ja doch einige, die das Apokalypse bestellt haben, was jetzt nochmal neu aufgelegt worden ist mit 6,5 mm Klingenstärke. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass eben die Nachfrage so hoch ist, aber die Vorbestellung hat es gezeigt, dass eben diese 6,5 mm echt gefragt sind und es ist ein tolles Messer, hat sich vieles verändert und ja, bin dann bei DPD heute gewesen, habe die Sachen entgegengenommen und hier sind die Artikel. Kurz vorab, ich habe jetzt noch nicht alle Apokalypse bekommen, aber so viele, ich glaube sind jetzt an die 16 oder 20 Stück, dass wir alle Auslieferungen und Bestellungen bedienen können. Ich kriege dann im November noch mal eine kleinere Menge dann noch mal nachgeliefert. Ich werde es im Shop entsprechend dann einstellen für die Leute, die jetzt schon mal vorbestellen möchten. Oder vielleicht habe ich sogar auch noch 1-2 Stück dann da, die dann bestellen können. Aber wie gesagt, die Aktualisierung mache ich, sobald ich die ganzen Bestellungen jetzt raus habe und der Shop dann wieder up to date ist. Ja, noch kurze Info zu THC, gibt mal Neuigkeiten. Andreas und ich hatten jetzt die Tage kurz telefoniert, ein paar Sachen abgestimmt für dieses Jahr, aber auch für das kommende Jahr. Und was soll ich sagen, eurem Geldbeutel wird es nicht besser gehen, weil wir haben so diverse Punkte abgestimmt und da wird nächstes Jahr so einiges auf euch zukommen, wenn ihr das alles umsetzt. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, erst wenn es wirklich spruchreif ist, werde ich mich dazu in der THC-Gruppe auf Facebook zu äußern oder eben auf meinen anderen Accounts oder wo ich aktiv bin. So, jetzt aber genug gequatscht. Fangen wir mal an mit dem Splitter 120, zeige ich nur deshalb, weil ich jetzt nochmal nachbestellt habe in Schwarz Canvas. Die ersten sind also komplett alle weg. Super tolles Messer, 42A konform, Klingenlänge ist eben dementsprechend knapp unter 120. Ein super Grip durch das leicht gegroovte Mikata, voll durchgezogener Flachschliff, ein klasse Messer. Also sieht man, dass beliebt ist, weil die Bestände, die ich hatte, die waren noch ruckzuck weg gewesen. In Canvas Green habe ich noch welche, aber die in Schwarz drin und eigentlich schon wieder weggeben ist. So, womit fangen wir an? Ich denke mal auf die Jungs, die schon lange warten auf das neue Apokalypse. Der Henk hat ja schon dazu ein Table Review gemacht, findet ihr bei ihm auf dem Kanal. Blende ich auch gleich nochmal unten dann ein. Das Apokalypse geht dann jetzt zum Jan Webers von Nook Knives. Der wird jetzt die Tage irgendwann in Holland in den Wäldern unterwegs sein und das Apokalypse mal auf Herz und Nieren prüfen. Ich habe gesagt, mach was du willst damit. Ich hoffe, die 6,5 mm kriegst du nicht kaputt. Und ich bin mal gespannt, was draus wird, was er da eben alles in der Natur mit dem Messer fabriziert. Ja, das ist es. Das Apokalypse L in 6,5 mm Klingenstärke gibt es mit der Kydex Sheet oder eben auch mit der Lederscheide. Wir haben hier verbaut einen Elmax Stahl und kommen auf eine Rockwell Härte von ca. 59 HRC. Ja, und das ist die schöne Wumme. Das ist ein richtig klasse Messer. Liegt super in der Hand. Wie gesagt, ich habe Handschuhgröße 11. Alle sagen immer, Sven, bei dir sehen immer die Messer in den Händen so klein aus. Das liegt einfach an meiner Handgröße. So klein sind manche Messer gar nicht. Aber das liegt richtig satt in der Hand. Kann ich auch entsprechend kurz packen.
So, und was hier eben neu ist, sind wirklich die 6,5 mm und der ganz leicht gegroovte, ich komme mal vor, dann zeige ich euch das mal. So, da seht ihr es, ganz leicht gegroovt. Ein super Handling, macht richtig Laune, das Ganze anzupacken. Und dann eben diese brachiale Klinge. Wenn jetzt gleich irgendwie auf dem Bildschirm irgendwie ein Fehler auftaucht, dann ist er, weil eine kleine Spinne gerade über die Linse laufen will. Aber mal gucken, was sie vorhat. Ja, klasse Messer. Wie gesagt, liegt top in der Hand. Ist bereits im Shop erhältlich. Wie gesagt, Updates erfolgen jetzt in der nächsten Zeit. So, das ist das Apokalypse. So, dann gibt es ein kleines Highlight. Habe ich jetzt erstmal 5 Stück von machen lassen. 2 sind schon verkauft im Vorfeld, schon wo wir davon gesprochen haben. Und zwar ist das ein tolles Messer, eigentlich grundsätzlich ein tolles Messer, das TR13. Weil es eben von der Griffform auch so ein bisschen anders ist als das K1. Und andere haben mal darüber gesprochen, mal was anderes zu machen. Und zwar das Ganze mit einem Carbon-Griff gegroovt. Alles andere ist von den Spezifikationen gleich geblieben. Klingenlänge knapp unter 12 cm. Klingenstärke ist gleich geblieben, ich weiß jetzt gar nicht. Den Stahl ist auch L-Max und wir haben hier Orangenliner mit integriert. Ein klasse Messer, gefällt mir deshalb irgendwie so schön, weil ich, wie gesagt, relativ dicke Pranken habe. Beim K1 ist eben der Schmal ein bisschen schmaler gehalten, hat dafür eine sehr ausgeprägte Fingermulde, was das Ganze wieder sehr angenehm macht. Beim TR13 ist dementsprechend der Griff hier unten was runtergezogen. So, und somit habe ich eben den Weg für meine Hände, um das zu umklammern vom Griff her, sind damit ein bisschen länger gehalten. Somit habe ich damit keine Probleme, wenn ich es dann richtig umpacke, dass ich hier mit den Fingerspitzen hier oben in den Daumenbereich wieder reindrücke. Und somit habe ich einen absolut genialen Griff. Ganz grobes Jimping. Macht also auch richtig Spaß, die Kanten dementsprechend kantig, sodass ich auch einen Firesteel entsprechend nutzen kann. Hinten nochmal einen Druckverstärker, Lineatol. Also richtig klasse Messer und eben jetzt eben Special Edition für Deutschland, dass wir eben das jetzt für uns extra in Orange und auch mit Carbon aufgelegt haben. Gibt es normalerweise nur in Canvas Micarta Schwarz oder in G10 in Coyote. Das zeige ich euch auch mal vom Namen. Boah, ich brauche fast die Knochen hier. So. So sieht das gute Stück aus. Und hier der orangene Liner. Ja. Und mittlerweile gehen auch oder haben wir immer mehr Kunden, die wirklich die THC-Messer sammeln. Und bei bestimmten Kunden muss ich eben da gewisse Sachen noch zusätzlich beachten, wie der Anschliff ist, ist bei den Messern top. Und die Stammkunden, die eben schon länger mit mir Kontakt haben, wissen eben, dass ich auf solche Sachen dann besonders achte. Wenn ich auf der anderen Seite weiß, dass es eben Sammler sind, gucke ich auf jeden Fall nochmal genau und kritisch drüber. Aber wer THC kennt, weiß generell, dass das eben top verarbeitete Messer vom Andreus sind, wo es eigentlich überhaupt nichts zu makeln gibt. Und das ist jetzt unter anderem auch so ein Messer, das TR13, wo ich richtig von begeistert bin. Das sieht klasse in der Hand mit diesem Groove und sieht optisch doch mal richtig super aus. Ja, ist noch nicht im Shop, werden wir aber jetzt die Tage in den Shop einführen. Ich denke mal, heute ist Donnerstag, ich denke mal spätestens Samstag, Sonntag sollten sie im Shop sein, noch Fotos zu machen. Wer Interesse hat und das, das Video jetzt vorher sieht, der soll mir einfach bitte eine PN schreiben an info@messerdepot. Dann würde ich Ihnen eins reservieren. Wie gesagt, 5 Stück habe ich mir erstmal davon mal machen lassen, weil ich mal gucken wollte, wie die aussehen. 2 Stück sind weg, 3 Stück werden aktuell noch verfügbar. Ja, in dem Sinne,
würde ich sagen, viel Spaß mit den Apokalypse. Wie gesagt, ich versuche heute noch soweit alles fertig zu machen. Ich hoffe mal, dass ich morgen schon einen Teil rausschicken kann. Das ist einiges, was im Paket dann rausgeht. Den Rest mache ich dann wirklich am Montag fertig. Hat mich jetzt doch ein bisschen Zeit gekostet, nach DPD zu fahren und die Ware jetzt selber abzuholen, damit eben unsere Kundschaft die Ware bekommt. Aber was tut man nicht alles für den Kunden? In dem Sinne, besucht uns nochmal im Shop und ein paar Reviews bzw. Rückmeldungen bezüglich euer Apokalypse später, wenn ihr es dann habt. Würde mich freuen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.